Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Let's Play-Reihe von Link's Awakening. Ich bin auf dem Weg zur nächsten Dungeon, dem Turtle Rock oder dem Schildkrötenfelsen, so wird es hier wahrscheinlich genannt. Wünsche euch viel Spaß und jetzt habe ich mich gleich mal am Start schon verlaufen, das ist auch sehr, sehr toll. Oder gibt es einen schnelleren Weg? Ne, da müssen wir rein. Moment, stopp, bin ich jetzt hier richtig? Genau, hier hoch muss ich. Ja, du solltest mal da. Ach nee, alles klar. Aber. Na komm, Mädchen, da wo nicht glatt ist, kannst du rennen. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall schon mal das Lied von Marien. Und wir müssen nach Westen. Mal rein, das glaubst du doch wohl nicht. So, und alle, die die eine Folge verpasst haben, hier drunter ist eine Zaubermuschel. Die habe ich natürlich schon, deswegen hebe ich das Raum jetzt an. So, jetzt müssen wir hier runter. Und hier rein, genau. Hier ist nämlich so ein Flammen, ich sag mal Flammenwerfer einfach mal, und ohne dieses Schild, was wir im letzten Dungeon bekommen haben, würden wir hier nicht weiterkommen. Nicht. Ich denke, ich habe genug, oder? Ja. Das heben wir noch auf. Da haben wir nämlich ein nächstes Portal. Oh, hier gibt es noch eine. Moment, die ist bestimmt da oben. Okay. Das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig. Haben wir auch nicht.
Und wir brauchen das Lied. Oder auch nicht. Warum macht er nicht auf? Moment. Muss ich das jetzt verstehen? Eigentlich müsste der Kollege hier aufwachen. Ah. Hat er nicht gesagt, das Lied von Marien? Also manchmal ein bisschen komisch. Egal. Das zieht auch ganz schön Energie. Ah ja, der hat es schon ein bisschen mehr in sich. Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen forsch rangegangen, weil man mit dem Master Schwert dann doch deutlich mehr Energie abzieht. Und los geht's mit der 8. Dungeon. So, Turtle Rock, Schildkrötenrock, wie nennt sich's hier? Schildkrötenfelsen, alles klar. Feuer frei. Ach, das war's schon. Ja, okay, Master Schwert, da haben wir's wieder. Oh, ein halbes Herz hat gefehlt zum Vollsein. Müsste das nicht eigentlich bis hier runtergehen? Ah, jetzt verstehe ich. Okay, man muss das lenken, indem man in die Richtung schaut. Nein, das war zu früh. Also das Timing muss passen. Okay. Also nach unten drücken, kurz vor der Wand. Jetzt. Perfekt. Okay, okay, okay. Muss man ausmachen. Und danach nach oben. Okay, 50 Rubine. Ja, okay, brauche ich zwar alles nicht mehr, aber es ist... Na. Nicht mehr wild. Ach, den Kollegen kennen wir doch schon. Achso, die verschwinden dann einfach. So, ich würde sagen, jetzt zurück. Moment, hier gibt es zwei Wege. Hier unten war ich noch nicht.
Wenn das jetzt nicht funktioniert, stopp, das muss ich mal probieren. Ah, verstehe. Okay, jetzt. Moment. Okay, hier geht's noch nicht weiter. Oh, dann könnte ich mir vorstellen, dass es so eine Art Feuerstab hier als Schatz gibt. Aber ich muss irgendwo runterfallen. Das macht keinen Sinn hier. Dann möchte ich erstmal hier rein. Es könnte sein, dass es hier nur ein einziger Raum ist. Ja, okay. Na gut, dass ich geguckt habe. Ach, okay, eine Falle. Vielen schönen Dank. Gucken wir mal kurz hier lang. Nee, okay, da komme ich. Das dürfte nicht reichen. Ach, der Kollege wieder, der mit seiner Kugel rumfuchtelt. Nein, das ist alles auch frech. Okay, das ist natürlich doof. Ich jetzt hier aber völlig. Ah, da Moment, da haben wir doch eine Tür, also beziehungsweise einen Gang. Auch nicht so richtig weit, oder? Ah, okay. So, was haben wir hier? Die Karte ist sehr schön. Oh mein Gott! Versickerst du ja komplett in der Lava. Dafür verliert man aber echt wenig Herzen. Ah.
Ach, da muss ich hin. Ah, nee, das war falsch. Nochmal. Da oben kann man eine Bombe loswerden. Okay. Ah, so war's, genau. Sehr schön. Ich hoffe zumindest, dass das jetzt die richtige Richtung war. Okay, hier ist nix, auch schön. Okay, dann eben da. Wo sind wir jetzt überhaupt? Okay, wir bleiben erstmal auf der Etage. Ist noch irgendwas Schönes? Scheibenkleister. Okay. Ach, man muss immer ein bisschen warten. Das ist eine fiese Falle. Schön. Jetzt auch. Geht doch. Ruckzuck verlaufen jetzt hier der Masse an Eingängen. Also hier komme ich ja schon mal ran, das ist schon mal schön. Ach, schon nur diese Medizin, die ich nicht brauche. Das Einsammeln kann nicht schaden. Das war jetzt aber knapp.
Ah, jetzt sind wir hier, okay. Dann müssen wir. Das war ebenfalls knapp. Dann müssen wir. Ach, was sehe ich denn hier? Da ist ja noch ein Bombensymbol. Ach, das war ja ein Applaus wert. Moment. Nee, stopp, so. Macht. Stopp, stopp, stopp. Da war noch ein Gang. Wo nichts ist. Also klar, da kann man sich rüber hangeln mit dem. Müssen. Einfach zur Sicherheit. Das auch ist okay. Na, das ist jetzt aber irgendwie nicht so das, wo ich hin wollte, oder? Naja, geht ja gar nicht anders. Okay. Stopp. Runter oder? Lass mal runter. Nach links. Oh, noch ein Schlüssel, sehr schön. Genau, sind wir hier noch. Ah, nee, da komme ich wieder zurück. Da waren wir ja schon mal. Braucht man nicht. Da ist noch eine Tür. Da geht es. Moment. Lass mal nochmal hier hin. Okay, okay, okay. Ach, 50 Rubine. Was soll ich denn jetzt damit? Ich denke, dass keiner an diesem Punkt noch irgendwelche Rubine braucht. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Von hier aus komme ich dann nicht hin, oder? Stopp. Nee. Okay, muss ich doch hier rein. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ach, hier gibt es noch ein Herzteil. Sehr schön. Wie viele fehlen? Ach, alles klar. Ach, gerade ist voll geworden. Oh, das ist auch schön. Noch ein Teleporter. Gucken wir doch mal hier rein, ob es hier irgendwie. Okay, hier geht's weiter, das war schön. Ah, ich komme nicht ran. Okay. Nein! Oh, jetzt habe ich fast runtergesprungen. Geht's hier lang? Ah, alles klar, hier war ich nämlich noch gar nicht drin. Ja, war ich da auch schon, oder? Okay, ich glaube, ich muss hier nochmal. Nee, da war ich ja schon. Moment, muss ich überlegen, mache ich das denn?
Nee, hier wollte ich jetzt nicht hin. Ich weiß, wo ich hin will, aber ich überlege gerade, wie der Weg war. Ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Moment, wo war diese Tür? Wo war diese Tür? Ach, jetzt, genau, das habe ich gesucht. Stopp. Jetzt macht das auch Sinn. Und sag mal. Macht das auch Sinn, warum man dauernd Pfeile hier findet? Das ist auch schön passiert. Wozu war jetzt ernsthaft? Nein, stopp. Ah, alles klar. Okay, ich muss nochmal zurück. Ich sehe es gerade. Zack. Da lang. Nee, hier wollte ich nicht hin. Dahergekommen. Ich weiß doch, ich bin. Ich stehe gerade leicht auf dem Schlauch. Ach komm, wir gehen einfach nochmal hier durch. Genau, hier wollte ich hin. Dahin. Genau. Praktisch, dass man die Bomben in der Hand halten kann, erst wenn man sie wirft, werden die wieder scharf. Lass es dir schmecken. Weg? Ich bin mir gar nicht so sicher. Nee, das ist der falsche Weg. Genau.
finde, der macht, also die Dungeon macht richtig Spaß. Die Dungeon davor fand ich ein bisschen anstrengend, weil man sich echt 50.000 Mal verläuft gefühlt. Verläuft. Oh Gott, das wird bestimmt richtig hässlich jetzt hier. Achso, ich dachte, das ist so eine Art Kettenzug. Das war aber richtig knapp. Okay. Nee, runterspringen. Was bist du für ein Kollege? Okay, das war auch sehr, sehr schnell. Das war der Street Fighter Balrog. Okay, Moment, ich guck erstmal hier rein. Ja, okay, ich sag's, das war ein Fehler, dass ich diesen Schalter aktiviert habe. So, zum Startpunkt. Auch mal speichern. Das vergesse ich nämlich gerne mal. Okay, der Magiestab. Ich habe es mir doch fast gedacht, dass man den hier bekommt. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss an den Anfang zurück. Da war so ein Raum, wo ich davon gesprochen habe. Wo war der doch gleich? Ich glaube, ich muss jetzt hier am Start nach links. Moment, den können wir eigentlich gleich mal ausrüsten. Wie funktioniert denn der? Okay. Dann hier lang. Da lang. Irgendwo hier, so war es doch. Genau. Ha! Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Das macht ja auch keinen Sinn. Warum sollten die sonst so... Ein Schlüssel. Ah, das ist schon keine schlechte Waffe. Gerade beim Link, bei Link to the Past, also das auf dem Super Nintendo, gab es sogar noch eine Mana-Leiste, oder? Also so eine Zauberleiste. Wenn die alle war, könnte man mit diesem Stab nicht mehr schießen. Irgendwie so war es doch. Ah, ich glaube, ich bleib hier. Oh, das ist echt geil. Ja. Ein Oktopus.
überlege gerade, welche Taktik könnte man haben, damit man nicht getroffen wird. Also jetzt mal ohne Mist. Hinterherrennen ist ja fast nicht machbar. Nee. Da bist du ja ewig langsam. Also ich lasse mich jetzt absichtlich wirklich treffen, weil ich gerade keine Idee habe, wie man den am dümmsten. Ach, natürlich. Ja, mit Bomben vielleicht. Nee, das funktioniert auch nicht. So, jetzt stehe ich schön mitten in der Lava. Na, sag mal. Ach. Ups. Euch komplette Menü. Ich wollte doch meine Feder ausrüsten. Also ich weiß wie, aber jetzt hat sich's aufgelöst. Ich habe zu spät gedrückt. So, ich würde jetzt mal schätzen, dass das der Master-Schlüssel drin ist, oder? Ja, sehr schön. So, da reißen wir mal den Anfang zurück. Ach, das ist der Orb. Mensch, das ist ja auch eine schöne Abkürzung gewesen. Nur theoretisch zumindest. Hier sind wir richtig. Ich glaube, wir müssen da hoch. So, wen haben wir hier? Okay. Warum kommt denn kein Fantasy? Hitzkopf. Zauberstab treffen. Okay. So, damit müssten wir eigentlich alle Instrumente beisammen haben. So,
Eine Trommel. Oktopus-Trommel. Das Ei ruft. Alles klar, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich in der nächsten Folge wieder ein. Das könnte sogar schon das Finale sein, Richtung Endboss. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so ganz genau. Soll es von mir jetzt gewesen sein, lasst einen Daumen für das Let's Play. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Aber wenn ihr neu seid und keine Folge verpassen wollt oder die alten euch nochmal reinziehen wollt, das war's von mir. Einen schönen Tag euch gewünscht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.